Die Bürger Deutschlands glauben einer neuen Umfrage zufolge kaum an Erfolge der SPD bei den Koalitionsverhandlungen mit der Union. Die Partei verliert immer weiter an Zustimmung. Berlin: Die große Mehrheit der Bundesbürger traut der SPD einer Umfrage zufolge nicht zu, in den Koalitionsverhandlungen mit der Union noch stark zusätzliche eigene Akzente setzen zu können. 58% der Wahlberechtigten erwarten nur wenige Veränderungen am bereits erreichten Sondierungskompromiss, 14% sogar gar keine Veränderungen, wie aus dem jüngsten Deutschland-Trend für das ARD-Morgenmagazin Freitag hervorgeht. Dagegen denken 18%, dass die SPD viele ihrer Forderungen durchsetzen kann. 4% erwarten, dass alle Forderungen durchgesetzt werden. Alles zu den Verhandlungen im Ticker: SPD verliert, Union stagniert. Die Verhandlungen von Union und SPD sollen an diesem Freitag beginnen. Die SPD will vor allem Nachbesserungen in der Arbeitsmarkt-, Gesundheits- und Flüchtlingspolitik erreichen. Lesen Sie auch: Heftiges Umfrageergebnis, SPD will lieber Kühnert statt Schulz als Chef. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD der Umfrage zufolge nur noch auf 19%. Im Vergleich zum Deutschlandtrend vom 4. Januar verliert die SPD 2 Prozentpunkte und kommt somit auf den niedrigsten Wert, den Infratest DIMAP seit Beginn des Deutschlandtrends im November 1997 gemessen hat. Die Union würde unverändert 33% erreichen, die AfD 12%, minus 1 Prozentpunkt. Die Grünen kämen auf 11% sowie FDP und Linke auf je 10%, je plus 1 Prozentpunkt. Mehrheit: Sieht Wechsel an grünen Spitzen nüchtern. Die Mehrheit geht der Umfrage zufolge zudem davon aus, dass den Grünen der bevorstehende Wechsel an ihrer Spitze nicht viel neue Impulse für künftige Wahlen bringen wird. So sagen 67%, dass die Grünen mit einer neuen Parteispitze nicht besser aufgestellt sein werden. Nur knapp ein Viertel der Befragten, 23%, sieht die Grünen dagegen mit neuen Vorsitzenden für künftige Abstimmungen besser positioniert. Lesen Sie auch: Umfrageschock, SPD stürzt Richtung AfD ab. Nur wenige erwarten neue Impulse für kommende Wahlen. Die Ökopartei wählt auf ihrem Bundesparteitag am Samstag in Hannover ihre neuen Vorsitzenden. Im Rennen sind Robert Habeck, Anja Biel und Annalena Baerbock. Die neue Doppelspitze löst das Duo Cem Özdemir und Simone Peter ab. Die Grünen-Anhänger sind in der Frage gespalten, was der Wechsel der Partei bringen wird. Knapp die Hälfte, 44%, erwartet von der künftigen Führung laut Umfrage neue Impulse für kommende Wahlen. 52% rechnen nicht mit wesentlichen Veränderungen. Wenn am Sonntag gewählt würde, kämen die Grünen unverändert auf 11%. Der Deutschlandtrend ist eine Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des ARD-Morgenmagazins. Befragt wurden vom 22. bis 24. Januar 1043 Wahlberechtigte. Scharping poltert deutsche Presseagentur. Video: Glomax.